Augsburg, 1860 München, Aachen, die Auswärtssiege in Fürth und Aachen sowie das Remis in Ingolstadt. Mit ihren Tugenden und dem Charakter dieser Mannschaft war sie ein hervorragender Botschafter für das Erzgebirge und auch wir alle können davor nur den Hut ziehen. Wir wünschen dem Team, allen Spielern, Verantwortlichen und all denen, die dazu beigetragen haben, dass Aue in der Fußballwelt so bekannt ist, alles Gute und für die neue, sicherlich ganz schwere Saison, alles Gute. Einige Informationen werde ich noch in der Halbzeit geben, hatte ich mir eigentlich für jetzt vorgenommen, aber ich verschiebe das nach den ersten 45 Minuten. Für heute bedanken wir uns bei den Schiedsrichtern, Sportfreund Uwe Schönherr aus Satzung, die Sportfreunde André Gallach und Mario Kraus vom FSV Grumhermersdorf, welche dieses Spiel leiten. Wir bedanken uns bei unseren F-Junioren und E-Junioren.